Ich begrüße euch total und recht herzlich zum Filmclub. Filmclub bedeutet, ihr könnt hier real dort sitzen und Film auf großer Leinwand in guter Qualität und in guter Soundqualität sehen. Real. Das ist die Idee ab 2018. Ob die funktioniert, keine Ahnung. Ja, ich habe natürlich ganz viele Kunden, ich habe auch eingefleischte Kunden, die Star Wars gekauft haben. Es waren 40 Jahre Star Wars und ich leite jetzt schon mal ein, das Jahr 2018. Ich war natürlich drin in Episode 8, den letzten Jedi, sag ich mal, die letzten Jedi etc. pp. Und wer ihn gesehen hat, weiß, dass die Bücher gerettet waren, denn sie waren nicht im Baum, den Yoda da mal eben hat angezündet, weil Luke zu feige dazu war. Und Yoda sagt ja auch zu ihm, du bist ja halt immer noch nicht das, was du an sich hättest sein sollen. Und in meiner einer als Filmemacher selber sieht, dass die Dramaturgie, die Regie und die drumherum das Ganze gut als Abschluss gesehen, als Abschluss genommen für alle älteren Schauspieler, die zwischen 4 und 6 Episoden, also am Anfang, für mich persönlich am Anfang 1977, angefangen 78, 83 und so weiter und 99 bei den Sequels 1 bis 3. Aber jetzt haben sie sich alle verabschiedet. Ich wusste ja, dass sie sich verabschieden, schon 2015 die letzte PR nochmal gemacht und ich war natürlich auch begeistert auf E7. Klar, musste ich schmunzeln, dass einer eine Maske trägt, obwohl er nicht dementsprechend aussieht und gar nicht braucht. Aus welchem Grund auch immer. War kitschig, wurde ihm auch gesagt in E8. Kylo hat dann in E8 diese zerstört. Gut, wer trägt heute halt noch Maske? Also Gesicht. Er zeigt das Gesicht. Es hat sich verändert. Es ist eine andere Geschichte. Es wird sich komplett verändern. Ich freue mich jetzt schon auf Han Solo, weil sich das dann auch verändert. Beruf. Beruf als Filmemacher muss man sehen, was man da auf die Reihe bekommt. Welche Gelder man bekommt, wie man die Gelder einsetzt. Man muss erstmal, wie gesagt, den Produzenten etc. erstmal Genüge tun. Ja, man muss mit ihm reden und ob er die Gelder freigibt und alles. Und dann wird gedreht mit Skript, man liest das Skript. Man achtet auf die Schauspieler, dass sie vielleicht dazu passen, dass daraus eine Epik wird, daraus eine Emotion wird, dass der Zuschauer mitgenommen wird, mitgerissen wird. Also ich bin zum ersten Mal mit meinen Leuten, wir waren mehrere, richtig, also die schaut nicht alle an, die schon zu Ende. Also wir waren mittendrin, wir waren wirklich mittendrin. Und es hat uns gefasst, richtig gepackt, wie 1977. Und für mich ist, ihr merkt schon, E8 genauso wie E4, episch, emotional, neu und packt und bringt einen in eine Illusion. Gut, dass da natürlich Sachen passen oder passiert sind, so wie jetzt hier diese Porks, das ist jetzt hier so ein Eier, hier für Eier, ne? Kann man seine Eier reinpacken, sieht gut aus, passt ja auch, ne? Als Eierwärmer oder als Eierbecher passt es, gibt es auch als BB-8 Eierbecher, aber passt hierzu besser. Ne? Ich komme. Okay. Ja. Auch mit vielen Kunden philosophiert über Star Wars und so weiter. Also Film ist Film, das bedeutet auch Werbung. Ich mache jetzt Werbung für den Pascal im Rhein-Ruhr-Zentrum. Der hat eine wunderbare Gastronomie. Er nennt sich jetzt Noodle Point. Früher war das Nudelland. Jetzt macht er es selber, der Pascal, mit seinem Noodle Point im Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 Richtung Mülheim. Das ist so ein, sagt das Wort schon, Zentrum. Da sind Ladenlokale etc. Cinemax. Cinemax mit unheimlich viel Beinfreiheit. Kann sein, dass ich nach diesem Videoclip nochmal in den Film gehe, aber ganz alleine, für mich persönlich, um nochmal Eindrücke zu sammeln. Ich habe auch gerade noch mit einigen Fach gesimpelt, die auch Firmen haben und aber leider Studenten sind und dann noch so eine Firma nebenbei, also eine Online-Geschichte, so eine Online-Firma. Ich habe auch gerade noch mit Amazon philosophiert, weil die Filme möchte ich ja schon haben, haben sie mich auch schon intruiert, dass die etwas günstiger sind, wie sie angeboten haben. Also der Preis wird sicherlich fallen, aber kann sein, dass der auch erst im Mai erscheint, April, Mai, zu Han Solo. Kann sein, dass wir Han Solo sehen können und dann schauen wir uns dann halt nochmal E8 an. So, viele Jugendliche zwischen 14 und 24 denken anders, handeln anders, sind anders wie wir zwischen 14 und 24 waren in den 70ern.
In den 70ern, wie das neu war, da kam auch Kampfstern Galactica und so, da sah das alles anders aus. Ja, das war irgendwie anders. Keine Ahnung, wieso, weshalb. Die Zeit war auch anders. Wir waren wirklich und schauten uns den Film zu Hause nochmal an. Da gab es ja auch noch diese Art Raubkopien. Das heißt also, man konnte im Kino gucken und irgendeiner fuhr dann irgendwo hin und hat so eine Raubkopie auf VHS mitgebracht. Die Qualität war gerade nicht die günstigste, aber man hat sich das dann. Man war um die 20, 30 Leute, man hat sich zusammengesetzt, wir waren irgendwie anders drauf, mehr kuscheliger und so. Wir hatten ja diese Handy-Geschichte nicht, diese Online-Geschichte nicht. Wir hatten auch nicht das Hassbuch. Ja, also der Hass war nicht so hier wie bei Facebook, nur noch Hass und wir werden gelenkt und gesteuert. Wir waren auch nicht darauf, wir haben uns das einfach gekauft, ob wir uns das leisten konnten oder nicht. Natürlich konnten wir uns leisten, deswegen haben wir es gekauft. Aber bei mir kostet so eine Tasse mit Darth Vader drauf 4,50 und er hier leider bei Amazon 18,95 und bei mir würde der 14,95 kosten, der Pork Egg Cup, also das heißt also, ich meine eierlichen, also Eierwärmer ist es nicht, sondern für sein Frühstücksei. Ich werde sicherlich Heiligabend bzw. Weihnachten sicherlich bei mir privat sicherlich irgendetwas schönes weihnachtliches Star Wars mäßiges machen und aus einer Star Wars Tasse trinken und wie gesagt das Ei in einem Pork köpfen und mich genüsslich neben Chewie, den ich da hinstelle, wie er das Hähnchen grillt beziehungsweise die Porks grillt, irgendwie da im Gedächtnis dessen in den Film eintauchen. Eintauchen, das ist immer beim Thema. Eintauchen in einen Film. In einen Film eintauchen, den Film genießen, den Film von mir aus dann nachher auseinandernehmen, wenn man aus dem Fach ist. So wie unser eins. Ich muss jetzt mal stoppen, ich habe nämlich gerade einen Auftrag hier laufen. So, Kamera ein bisschen. Ich lasse es drin. Ich hatte da gerade Kameraschwierigkeiten. Weil ich habe gerade Tape End steht da. Ich habe nämlich gerade, hörte auch das am Geräusch. Also wir machen ja Filme, Foto-Filmproduktion. Wir überspielen ja auch früher die alten Bänderchen hier. Ja? DV, High 8, Super 8, Normal 8, 16 mm. Und wie gesagt, wenn Kunden. Die Filme darf ich nun mal nicht zeigen, deswegen, ich hatte gerade hier, wie gesagt, zu tun, da habe ich mir gedacht, ich philosophiere mal eben kurz über Star Wars. So, ich arbeite und philosophiere über Star Wars und bin, wie gesagt, Foto und Filme, AWR Movie, Filmproduktion. Nenne mich zwischendurch Medienkanzler, wenn man auf der Bühne ist hier, Thekentheater und das Ganze, oder wenn man arbeitet. So, Film. Film ist eine ganze Maschinerie, das ist viel Arbeit und so weiter. Und wenn man keine Filmfehler macht, keine Schnittfehler macht, ist es okay. Nun, jetzt sind alle verwöhnt. 40 Jahre Star Wars verwöhnt und es gibt diese sogenannte Spaltung, die gibt es wirklich. 1, 2, 3, ich gucke 4, 5, 6 nicht, weil es mir zu alt, gibt es wirklich. Die gucken nur 1, 2, 3, Rebels und jetzt E7, E8, E9. Wenn man Glück hat, auch Han Solo. Also die gibt's. Dann gibt es halt Eingefleischte, die bleiben da, leben da, da stirbt nie einer, Darth Vader überlebt und wie sie alle heißen, Revan und Malak und Old Republic und was weiß ich, bin der Tod und renne da mit einer Maske rum. Das sind halt dann die anderen. Ja? So, und die Hater, die Hasser sind alle hier bei Facebook und die hassen sich und gegeneinander. Wenn ich zum Beispiel schreibe, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag nach dem Ehen, ich dich nicht verstehen. Aber ihr wisst ja, das sind so Sachen, mich stört's nicht, weil ich sehe ja bei YouTube, meiner einer ist halt kein, nicht mehr angesagt bei der Jugend zwischen 14 und 24, die machen alles selbst, können alles besser, man sieht ja, wie besser die alles können, ist klar, aber macht doch mal selber einen Film. Macht mal selber einen Film, dann seht ihr, wie schwierig das Ganze ist, das hinzubekommen. Nicht nur der Schnitt später, sondern auch der Anfang, ja, das Ganze, den Film so hinzubekommen, dass ein Zuschauer sagt, den sehe ich, ey, schau mal, der war gut und so weiter und so fort. Wir sind natürlich gesättigt. Disney hat uns gesättigt, Disney sättigt uns, weil Disney alles aufkauft. Disney macht ein Imperium auf, ein Filmimperium.
Und in Washington, die freuen sich auch. Der Pentagon freut sich, weil der muss die Filme nämlich, die so ablaufen, mit Krieg, mit Waffen und alles, schaut er sich nämlich vorher an. Grüße! So, nochmal, wenn Kunden kommen, bei solchen Clips mache ich aus. Da bin ich nochmal im Thema Star Wars. Poe Dameron. Poe Dameron, der halt degradiert wurde, aus welchem Grund auch immer, weil er so ist, wie er ist, weil er nicht zuhören kann und so weiter und so fort. Er wollte natürlich, genauso wie Finn, Finn wollte ja auch, sich opfern und dann auch, ich sehe gerade, es könnte sein, ja, ich muss wieder unterbrechen, bis gleich. Hallo, grüße. Guten Morgen. Morgen. Ach ja, ich lese gerade, man denkt, dass Chewbacca der Nächste sein wird, der geht. Nee, also Chewbacca wird sicherlich nicht gehen, weil er ist jung, ist gerade frisch eingekauft sozusagen, ist ein neuer Chewbacca, also ein neuer Schauspieler, auch um die 2,20 Meter. Der alte Chewbacca, also der alte Schauspieler, kann den Chewbacca nicht mehr spielen, aus gesundheitlichen Gründen. Und somit haben wir einen neuen, der da den Chewbacca spielt. Also ich glaube auch nicht, dass er geht. Er wird sicherlich auch bleiben. Die werden zwar nicht mehr so in den Fokus rücken. Jetzt bei E9 wird nochmal Rey in den Fokus rücken, damit die Story da auch beendet wird. Denn Kylo, Rey ist verkauft, deswegen muss ich um Kylo zugreifen. Also Kylo hat sich herauskristallisiert, dass er der Böse ist, dass er der richtige Böse ist, dass er auch Snoke vernichtet hat. Und durch diesen Snoke, da muss ich wirklich mal lesen, wer Snoke ist, wo er herkommt, ob er wiederkommt, ob er ein New-Geborener ist, der sich irgendwie transformieren kann oder so. Keine Ahnung, aber Sith an sich, Sith und so weiter, können ja angeblich nicht, aber er ist ja auch kein Sith, sich nicht in der Macht reproduzieren und wieder zurückkommen oder so. Ja? Müssen wir schauen, ob da irgendeiner sich was ausdenkt oder nachliest. Der Snoke war mir auch nicht so bekannt wie Kylo. Kylo war mir ja jetzt bekannt durch E7 etc. Und er ist halt der Böse. Er ist halt der, der unbedingt das Imperium bzw. die Galaxie beherrschen möchte. Er möchte die Galaxie beherrschen. Dafür hätte er auch gerne die Rey an seiner Seite und so weiter und so fort. Ha, okay, schauen wir mal. Jedenfalls, dieser Bösewicht ist nicht so angekommen bei den Jugendlichen wie Darth Vader. Darth Vader lasse ich jetzt da oben noch stehen, weil Darth Vader ist jetzt auch, Anakin Skywalker existiert auch nicht mehr und bei Rebels läuft die Sache auch anders, habe ich mir auch gestern angeguckt, in der vierten Staffel. Ja, also wie gesagt, es läuft ja alles noch, mein Captain Rex war ja auch noch dabei gestern in der Folge. Hier, pass mal, General, ja, ist leider verstorben, steht auch hinten drauf, lässt die. Ist verstorben und weiß man nicht, ist sie verstorben, ist nicht verstorben, man hat ja auch gesehen, so ein Blaster hat hier abgewehrt, sie ist nicht umgefallen. Wenn man so einen auf einen Stormtrooper schießt, dann ist der meistens sofort umgefallen, aber hier hat er drauf gehalten, ist es weg, also nachher doch hat Finn den halt, sie halt von uns, ja? Also die Figuren sind nicht schlecht, macht Spaß zuzuschauen. Es war für mich persönlich wie 1977, 78, 79, 83, 99. Es war okay. Man musste immer sehr lange warten. Man hatte schon gar keinen Bock mehr zu warten. Ja, wie gesagt, zu meiner Zeit gab es ja die bösen Raubkopien. Da musste man nicht so warten. Und man saß ja auch zusammen und schaute sich das an. Reichte dann auch rum. Heute muss man warten. Ich hatte da zwar einen Sender gefunden, wo ich sofort auf einen angeblichen Netflix Stream hätte diesen Film zu Hause anschauen können, was ich aber nicht, da habe ich die Finger von gelassen, weil ich sollte mich registrieren und so, und dann kam ein anderer da, kriegst du angeblich Gutschein, wenn du dich da registrierst, kriegst du angeblich, also lasse ich, weil Disney ist Disney, und wenn Disney den Kanal hat, da freue ich mich dann drauf, wenn Disney dann vielleicht den auch scharf schaltet, nach einer Woche oder so, dass man sich den zu Hause dann nochmal anschauen kann. Später im Jahre 2020 soll das ja alles so kommen. 2019 eine Resort-Eröffnung, das große Tara und Hotel und alles soll eröffnet werden. Und da soll eine riesen Show kommen im Jahre 2019 mit dem Abschuss E9. So, J.J. Abrams macht jetzt gerade, es ist sehr ruhig, man sieht und hört nichts, man liest auch nichts von Han Solo. Von Han Solo habe ich jetzt auch keine neue Figur da. Wie gesagt, ich habe hier nur noch den Sir Pemeron,
Ne? Pro. Ja, wie gesagt, die Jugend kann man da nicht so begeistern. Ne? Dann hier was wir noch den Tomahawk und dann ihn hier, den Kylo. So, Kylo DMX schützungsweise ohne Maske, weil die hat er ja kaputt gemacht. Er ist ja so beleidigt worden, dass er durch diese Beleidigung den Snoke dann hat auch hingerichtet. Ich meine, sehr gut gemacht, so mit dem Hand so. Ne? Er hat abgelenkt und dann mit der Hand gespielt. Ja, fand ich nicht schlecht, so mit der Hand und dann drehte sich das Schwert, dann ging das an und dann war der geteilt. Hand lag rum, teilt, also er war geteilt, wie immer, ziemlich dramaturgisch, war dann der Snoke geteilt. Ja, und dann hat sich Rey und Kylo ein bisschen geprügelt und dann sind sie erstmal auseinander gegangen. Und Finn und seine neue Freundin da sind dann auch abgehauen. Diesen Schnitt hatte ich jetzt nicht so verstanden, ja, weil BBA hatte ja dann den AT da halt genutzt, der dann halt auch halb, aber er hat es ja hingekriegt, der BB-8, hat dann die befreit und ja, sie sind ja aufgesprungen auf das Teil AT da und fragt man sich schon, wie der Schnitt war, weil plötzlich Rey und keine Ahnung, wie die sich da, das ist der einzige Wirrwarr da gewesen, wer hat wen da wohl gerettet, ich nahm jetzt an, dass die auch schon im Weltall waren, wie ja, unsere Lea, die sich halt zurückgebeamt hat, ne? Wie Superman, ist richtig. Ach Leute, ihr müsst die Filme anders sehen, ihr müsst die Filme als Unterhaltung sehen, ihr müsst die Filme auf euch wirken lassen, ja? Ihr müsst jetzt nicht hergehen, oh, kann ich mir jetzt eine Figur, soll ich mir eine Figur, soll ich die Figuren alle abstoßen, ist das überhaupt noch Star Wars, ist das überhaupt noch mein Star Wars? Ich meine, ihr seid ziemlich im Zwiespalt. Also für mich ist das Film, deswegen Film, und die Filme sind gut gemacht, der Schnitt war gut, war anders, war nicht so wie früher, ne, mit den Eingängen und Ausgängen. Ist halt so, das war ein harter Schnitt. Zu den Bombern, die Bomber waren von heute, die ferngesteuerten Bomber, die clustermäßig Bomben fallen lassen und nicht wie der B-12 von da. Grüße. So, an alle Zuschauer, Realzuschauer, Facebook, die über 1000 Kolleginnen und Kollegen, die sich Fans nennen und auch die, die auch im Gewerbe sind, dessen was zu verkaufen, wie die Figuren oder ihr Business oder ihre Kunst an Star Wars oder Filme allgemein. Meine lieben Freunde, wie gesagt, liebe Kunden, freut euch doch, dass es Menschen gibt, die Filme herstellen, die sich hinsetzen, viel Geld ausgeben, um einen Film zu kreieren, damit wir als Zuschauer es dann genießen können. Dieses Hassbuch bemerke auch ich als Profi. Für mich ist das ab sofort nur noch ein Hassbuch. Das ist Facebook, das hat mit Kommunikation, mit Dialogie, Monologie und so weiter nichts mehr zu tun. Kein Monolog, also reiner Monolog, nur kein Dialog findet statt, keine Auseinandersetzung. Nur verbal und nicht gerade schön. Also als Filmemacher muss man halt Werbung machen. Ich mache es halt freundlicherweise für den Pascal im Rhein-Ruhr-Zentrum, für seinen Nudelpoint, früher Nudelland, weil es unheimlich lecker ist, dort zu essen, nach dem Kino zu schmausen, da zu sitzen und zu philosophieren über die Filme, die man gesehen hat. Ich vermisse es, ich vermisse es wirklich. Ich sehe nur noch dieser Hass. Triade, das ist doof, dies ist doof. Hallo, Filme machen, das ist viel Arbeit. Meine lieben Freunde, auch das hier. Also, so einen Videoclip hochzufahren, einen Videoclip zu gestalten, damit ihr Lust habt, diesen zu sehen, etc. Ich muss mich regelrecht verkaufen, sozusagen, damit überhaupt gesehen wird. So, man kann halt nicht mehr, man kann auch nicht andauernd Spoiler rufen, man kann auch nicht dauernd zurückhalten, das ist totaler Quatsch. Also hier gibt alles raus. Ich habe mir auch alles durchgelesen. Ich wusste, dass Leia im Weltall, ich wusste, dass Chewbacca am Futtern ist und so weiter. Das wollte ich sehen. Ich wollte sehen, wie es gemacht wurde und ich war hellauf begeistert, bin immer noch hellauf begeistert. Für mich war das 1977 pur live, wie ich Luke gesehen habe, diesen Schauspieler Mark Hamill, wie er gearbeitet. Ich kenne ja alles im Hintergrund. Wie gesagt, wir vom Fach, wir von der Arbeit, wir sehen ja alles anders. Wir sehen ja den wahren Menschen, wie er wahr ist, wie er wahr lebt und wie er arbeitet und welche Aufträge er annimmt, um damit Geld zu machen.
Marc hat vollkommen recht, auch er hat genügend Geld jetzt zusammen, er braucht das alles nicht mehr. Und Han Solo, Schrägstrich, Harrison Ford auch. Ja, auch das Alter. Ich meine, wenn man ihn halt im Alter sieht und ja, das ist halt nicht, ist nicht mehr die. So ist, Star Wars war jung damals, waren junge Menschen, wir waren jung, das passte alles. So, wir sind heute alte Menschen und wollen nicht so viel alte Menschen da auf dem Film sehen, die da und so weiter, sondern halt, wir wollen auch nicht immer dieselben sehen. Also meiner einer schon mal gar nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt bald Han Solo sehen werde. Ich habe auch gerade gelesen, da möchte einer unbedingt gewisse Schauspieler nochmal sehen. Lando Calrissian, da frage ich mich, was soll Lando Calrissian da, will er den Falken zurückhaben oder wie oder was? Kann ja sein, dass er irgendwie den zurückhaben will. Chewie ist halt auch ein neuer Schauspieler, der ist auch ein junger Schauspieler, auch um die 2,20 Meter. Und da kann man auch nicht sagen, ich will den alten Chewie zurückhaben, ich will den alten Schauspieler, was soll denn das? Ich weiß nicht, was los ist, interessiert mich persönlich auch nicht. Bin Filmemacher, Filmfoto, ich habe auch gerade wieder hier so einen Auftrag liegen, den ich hier fertig mache. Und ich habe auch gerade hier Walt Disney im Auftrag, ich sehe auch gerade Walt Disney, habe ich dort aus dem Jahre 2000. Walt Disney muss ich da für Kunden auch fertig machen. Die sind dort gewesen und haben dort einige Sachen mitgebracht, die ich natürlich nicht zeigen darf, weil es wie gesagt für einen Kundenauftrag ist. Das sind zig Stunden, das sind insgesamt 8 Stunden Walt Disney, nicht die Spielfilme, sondern die Hintergründe und so weiter und so fort, sondern richtig, was Walt Disney ausmacht. Im Hintergrund, im Business und so weiter. Das macht tierisch viel Spaß, wenn man die Backstage-Sachen sieht. Solche Aufträge, ich habe viele Aufträge, die ich hier schneiden muss und fertig machen muss. Ich habe sehr viele Schauspieler und Schauspielkollegen, Komparsen und so weiter. Und jetzt muss ich wieder einhängen.